Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Hat das mein Papier? Mikrofon. So. So, da bin ich wieder, euer Odin, und ich will euch den neuen Kratzbaum zeigen. Weil der alte ist ja hingerudert. Josie ist Kamerafrau. Ich halte mein Mikrofon so. Kommst du ein Stück rum, Josie? So, ich gehe mal so ein bisschen rüber. Ich habe mich ein bisschen verschätzt beim Kaufen. Ich habe mich auch ein bisschen irgendwie vermessen oder so. Aber es passt gerade so rein, würde ich sagen. Aber wirklich mit Mühe und Not. Tigger hat den auch gleich angenommen, der hat hier oben drin gelegen. Der ist freiwillig in die Hütte gegangen, der ist noch nie im Kratzbaum irgendwie in eine Hütte gegangen. Hat hier auch drin gelegen. In der Kuhle hat er schon gepennt. Ja, die ist so ein Stück größer als die alte. Ich habe vom alten Kratzbaum, ist ja hier oben, das war zur Decke, hier abgebrochen. Weil er so fett war, der Kater, ist ja da rübergebrochen. Und da war einmal so ein Ding über. Der alte steht jetzt nämlich im Schlafzimmer neben meinem Bett. Da hat er dann immer noch sein Körbchen. Ja. Und von dem, das was zur Decke war, habe ich das jetzt hier einfach mit dazwischen gemacht. Ja. Ja. Da freut er sich, der Tigger. Da kann er dann halt hier hoch liegen. Hier hat er dann auch ein Loch. Da war er auch schon drin. Und hier unten in dem Ding. Das ist alles wirklich. Also die Stäbe, die fallen mir jetzt nicht so gut. Die sind wie beim anderen so ganz dünnes Strickband. So, teilweise, hier sieht man noch ein bisschen Lücke und so. Aber so vom Aufbau des Kratzbaumes sehr massiv. Sehr massiv. Also das ist auch nicht hier das eine Platte, wo hier einfach nur so Dinger rinkommen und dann ja steht halt. Das ist ein komplettes Haus, was halt auf die Platte drauf ist. Also was denn, also das sind zwei Holzplatten hier sozusagen. Und dann hochgeschraubt wird. Also wirklich richtig. Also ich habe mich erschrocken, dass das so massiv ist. Es sah graziler aus bei Amazon. Hier haben wir noch Bommeln. Da oben hat er auch noch eine. Eine ist auch Ersatz. Und ja, hier unten die Liege, die wird da nicht einnehmen. Also das garantiert nicht. Hier hinten ist immer noch mein Subwoofer von meiner Soundbar. Ja, und dann haben wir das jetzt hier so hingeschoben. Ich musste das Lowboard auch ein Stück wegschieben. Das ist jetzt so ein bisschen, unten runter haben wir noch vom alten Kratzbaum, der im Schlafzimmer gestanden hat, so ein dunkler. Da haben wir noch zwei Bretter drunter gemacht, damit das ein bisschen höher kommt. Damit das dann halt hier oben drüber kommt. Ja, und komm mal rum, Josie. So, komm mal hierher. Film mal hier die Ecke. Hier sind auch, also hier ist, kannst du mit dem Finger drunter, also hier sind über dem Tisch, aber es geht halt nicht weiter, weil dem Fuß hier, ja, der ist da hinten, da geht es dann halt nicht weiter. Wäre der noch weiter ein Stück innen, könnte man das noch ein bisschen machen. Aber ich habe mich erschrocken, ich habe mich wirklich erschrocken, dass der so massiv daherkommt, weil er sah wirklich bei Amazon, sah er graziler aus. Also er sah groß aus, aber halt nicht so wuchtig. Also da hätte es vielleicht eine Nummer kleiner doch getan. Aber da war keine Kuhle mit bei dem kleineren. Deswegen, das war ja der einzige, wo eine Kuhle war. Und ja, für 89 Euro, ich denke mal, das ist ein gutes Angebot gewesen. War ja runtergesetzt, im Frühlingsangebot. Hab mir extra noch Geld geholt. Und Tigger freut sich. Ich freue mich, dass Tigger jetzt einen schönen, stabilen Kratzbaum hat. Der turnt auch hier hoch und runter schon und freut sich. Hat auch hier oben schon gelegen, gestern Abend im Stream. Das ist dann halt hier, seht ihr das, das ist hier so schön weich. Und dann ist es hier so Polster an der Seite, da hat er drin gelegen. Ist nicht runtergekugelt, hat sich gefreut. Ja. Also ist ein schöner. Also muss ich sagen, also hat sich gelohnt. Definitiv hat sich das gelohnt. War kein Fehlkauf. Bloß die Wohnung ist zu klein. Aber sonst ist es eigentlich alles okay, würde ich sagen. So, aufgebaut habe ich mit Ingeborg zusammen. Ingeborg hat sich ganz gut angestellt. Die Anleitung ist auch ganz cool gewesen. Habe ich die jetzt hier? Nee, die habe ich nicht hingepackt. Ach, die ist im Karton, wa? Josie? Oder haben wir die? Ach, da. Ich danke mal. Warte mal, ich mache mal das mal schnell doch noch ran. Dass ich euch mal schnell die Anleitung hier noch zeigen kann. So süß gemacht, und der Karton, wenn ihr den kriegt, da ist auch hinten in der Anleitung,
oder war das bei dem Karton oder bei dem anderen Heft? Da ist irgendwie auch noch so eine Anleitung, wie ihr aus dem Karton ein Haus machen könnt für die Katze. Auch voll süß. Unser Karton ist leider auf der einen Seite ziemlich aufgerissen. Deswegen konnten wir das nicht machen, aber den haben wir immer noch. So, dann haben wir hier erstmal eine Auflösung über die Auflistung über die ganzen Teile, was wir beim Auspacken dann natürlich sortiert hatten. Und hier dann die Rohre und die Schrauben. Da sind wir ein bisschen durcheinander gekommen wegen den 8 und 4 und 16. Und ich habe das halt zu spät gerafft, dass hier oben die W-Nummern sind. Ja, und dann kann man das hier dann... Ich habe es hinbekommen, nur du hast das. Ja, ja, ich habe meine Lesebrille auch nicht aufgehabt und dann habe ich sie aufgesetzt. So, und dann kriegt man das eigentlich alles nach und nach hier super hin. Hier musste man ein bisschen biegen, das war nicht ganz so schräg, wie also hier war nicht ganz so schräg, wie es sein sollte. Das war halt nämlich dann weiter hier unten gehangen, da war es halt zu straff. Deswegen habe ich das halt so ein bisschen weiter weggebogen, dass es halt hier eine schöne Schräge ist und nicht hier, weil so hat es nicht gepasst. Das war halt noch weiter hinter, etwa hier, und da hätte es von oben nicht gepasst. Dann musste ich dann halt so weit wegbiegen, damit das halt auch hier passt. So, und dann haben wir hier dann halt zum Schluss. So, und dann ist da jetzt komplett aufgebaut. Also Anleitung wirklich gut gemacht, kann ich nicht meckern. Besser als wenn, und alles auch in Deutsch, besser als wie bei dem, was ich davor hatte, dem von ich weiß gar nicht, Happy Feet oder wie die hießen, Happy Pet. Ja, der erste Kratzbaum war gut, der zweite Kratzbaum war ja mangelhaft verarbeitet, also da haben sie wirklich extrem nachgelassen. Und die Anleitung war da nicht mit bei, die habe ich dann später zugeschickt gekriegt und die habe ich per E-Mail dann gekriegt. Ja, das war, ist aber auch nur ein weißes Blatt Papier gewesen, wo es dann halt so in ganz kleinen, groben Schritten das war. Also da lobe ich mir so eine detaillierte und gute Anleitung. Also kann ich wirklich nur sagen, tipptopp, alles richtig gemacht, massiv, hält, verspricht, was da, also da war definitiv kein Fehlkauf. Also da bin ich sehr glücklich, dass ich mir den gekauft habe. Schade, dass sie den nicht in dem Braunen gehabt hatten, sonst hätte ich den in Braun geholt, dass es dann hätte zum alten Kratzbaum gepasst, aber naja. Das Grau gefällt mir auch so von der Farbe her besser. Da war auch noch ein dunkles Grau mit bei, aber das hätte den Raum dann halt zu sehr dunkel gemacht. Nö, das ist schon eine richtige Entscheidung. Das ist schon richtig so. So, ich bin nur einzig am Überlegen, was ich bin, dass ich vielleicht das nochmal umdrehe und den Grauen das praktisch einmal umdrehe, dass das Häuschen-Eingang praktisch Richtung zu mir am PC-Tisch ist und das dann halt hier weiter oben und das halt Richtung weiter Wand, dass das jetzt vielleicht ein bisschen hier mehr zu aussieht auf der Seite und hier nicht so mit viel Lücke, obwohl da könnte ich meine Kopfhörer hinhängen. Aber naja. Sollte doch eigentlich genauso aussehen. Nee. Doch. Nee, weil hier ist ja, guck mal, das ist hier der dicke Kasten, der kommt dann dahin, das ist dann halt praktisch einmal umgedreht und das ist ja dann Richtung weiter rüber und das ist ja dann auch weiter rüber. Da müsst ihr mal gucken. Naja, mal gucken. Abwarten, Tee trinken. Erstmal lassen wir das so. So, das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Ihr habt ja gesagt im Stream, ihr möchtet ja den Kratzbaum sehen, wenn er aufgebaut ist. Das ist er. Ich habe mich leider vermessen. Leider. Aber auch wirklich nur um 2 Zentimeter. Nee, 1 Zentimeter. 3 Zentimeter. Einer. Beim Tisch, jetzt, ja, guck mal, jetzt ist 1 Zentimeter fehlt noch. Ja, und anheben musstest du es ja auch, sonst hättest du von der Seite nicht. Ja, gut. Schon knapp 3 Zentimeter da unten. Ja, gut. Also wenn man es denn, ich habe es ja weggeschoben, wenn man das Wegschieben berücksichtigt und das wieder so machen würde, also da fehlen dann gut, da 5 Zentimeter. Also 5 Zentimeter sind zu viel. Ich habe auch die Länge, ich habe auch gedacht, der kommt weiter vor. Da nicht, über die Länge habe ich jetzt nicht so, naja. Aber es passt trotzdem alles hin, bin ich der Meinung. Und das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.